Willkommen zurück zu den schlechtesten Karten in Yu-Gi-Oh! Dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die ich persönlich zu den schlechtesten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Zähle. Bitte beachte, dass einige der genannten Karten vielleicht gar nicht so schlecht sind und ja, vielleicht sogar positive Effekte haben, aber so riesige Konkurrenz besitzen, dass sie unspielbar sind oder von niemandem mehr benutzt werden. Eure Aufgabe ist es, in die Kommentare zu schreiben, wie man die heute genannten Karten vielleicht sogar noch positiv nutzen kann und ja, das Ganze auch sinnvoll ist, das heißt, dass sie nicht irgendwie von besseren Karten ersetzt werden können. Und ihr könnt natürlich ebenfalls noch weitere schlechte Karten in die Kommentare schreiben. Die erste Karte für heute wurde von euch schon sehr oft angefragt, nämlich die elektrische Eidechse. Ein Erdemonster der Stufe 3 mit 850 ATK und 800 Verteidigungspunkten, also sehr schlechten Werten. Und dem Effekt, ein Monster, das nicht vom Typ Zombie ist und das die elektrische Eidechse angreift, kann im nächsten Spielzug des Gegners, der es kontrolliert, nicht angreifen. In welchem Deck wird das benutzt? Ganz im Ernst, in welchem Deck? Niemand benutzt diese Karte, die ist sowas von scheiße. Wenn das Ding dann auch noch gegen Zombies antreten muss, hat sich mal mehr einen Effekt, dann ist es sowieso nutzlos, aber gut, ist unwahrscheinlich. Aber trotzdem, das ist ein sehr schlechter Staller, könnte man sagen. Man könnte ihn hinlegen und dann darf das Monster in der nächsten Runde nicht angreifen? Nein, die Karte ist scheiße. Man könnte noch jede andere Stall-Karte nutzen, die viel, viel besser wäre. Babuku oder keine Ahnung was. Alles viel besser im Deck als elektrische Eidechse. Wenn es dafür eine sinnvolle Erklärung gibt, warum man diese Karte spielen sollte, schreibt es mir in die Kommentare, wie immer, aber ich glaube nicht, dass es eine geben wird. Die nächste Karte für heute ist die blaue Medizin. Eine normale Zauberkarte mit dem Effekt, erhöhe deine Life Points um 400 Punkte. 400 Punkte ist fast gar nichts. Man hat 8000 Life Points. Was sind denn da 400? Wir hatten schon mal Moyan Curry in, glaube ich, der ersten Folge. Die hat 200 geheilt. Die ist noch schlechter als blaue Medizin, aber niemand spielt die Karte. Die ist dermaßen scheiße. Die muss in dieses Format. Auch die nächste Karte wurde von euch schon recht oft angefragt, nämlich Vivades. Ein Finsternismonster der Stufe 4 mit 500 ATK und 1200 Verteidigung. Der Effekt, wenn diese Karte als Normalbeschwörung bespornt wird, wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre das Monster während deiner dritten Standby-Phase nach der Beschwörung. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden, bis dieser Effekt aufgelöst wurde. Es gibt Besseres, ja? Die Karte ist erstens ultra langsam. Drei Runden, ja, muss man warten, dass das Monster zerstört wird. Drei Runden, das ist sowas von viel. Das Monster wird nicht mehr da sein. Es wird einfach nicht mehr da sein. Niemand benutzt Vivades, weil es einfach viel zu langsam ist. Die Karte ist zwar nicht durch Kampf zerstörbar in diesem Moment, aber da gibt es auch bessere Methoden. Marshmallow zum Beispiel ist gar nicht durch Kampf zerstörbar. Wenn ihr es deswegen spielen wollt, dann gibt es bessere Methoden. Deswegen, Vivades gehört zu den schlechtesten Karten in Yu-Gi-Oh! Ohne Frage. Es ist einfach so. Die nächste Karte für heute ist der Nebel des Zusammenbruchs. Eine permanente Fallenkarte mit dem Effekt, die Begrenzung für die Anzahl der Karten auf der Hand deines Gegners wird zu 5. Hierbei wieder der Aspekt, warum sollte man die Karte spielen? In einem richtigen Deck würde man diese Karte nicht im Main-Deck spielen. Warum sollte man das tun? Ja, hat ja gar keinen Sinn. Man weiß ja nicht, was der Gegner spielt und zu 99% wird der Gegner nicht von 5 Handkarten beeinträchtigt werden. Wenn der Gegner irgendwas spielt, wo er 6 Handkarten für irgendeine Combo braucht, okay, dann ist es zwar geil, aber diese Karte würde man niemals side-decken, weil es einfach richtig eine scheiß Side-Deck-Karte ist, ja? Niemand wird die Karte side-decken. Und warum sollte man dann die Karte entwickeln, wenn sie eh niemand benutzt? Ich meine, im Side-Deck ist sie nicht, im Main-Deck ist sie nicht. Es gibt zwar so eine Chance von 1% mal im Duell den Fall, wo man die Karte vielleicht sogar brauchen würde, aber nein, die Karte ist einfach unnötig und niemand spielt sie, deswegen gehört sie zu den schlechtesten Karten in Yu-Gi-Oh! Wenn man sie jetzt für irgendeine Combo braucht, dann schreibt es mir in die Kommentare, ich glaube aber nicht, deswegen, nein, die Karte ist echt schlecht. Die letzte Karte für heute ist der von euch schon mehrmals angefragte Stahlskorpion, ein Erdemonster der Stufe 1 mit 250 ATK und 300 Verteidigungspunkten, erstmal Facepalm für die erbärmlichen Werte. Der Effekt, ein Monster, das nicht von Typ Maschine ist und den Stahlskorpion angreift, wird in der Endphase des zweiten gegnerischen Zugs nach dem Angriff zerstört. Applaus, das ist eine ultimative Form vom Schwertkämpfer aus der Fremde, könnte man sagen. Der allerdings nicht bei Maschinen funktioniert, warum auch immer. Es gibt keinen Grund, die Karte zu spielen. Die Karte ist ultra langsam, viel, viel zu langsam. Sie kann random nicht Maschinen treffen.
Und keine Ahnung. Es gibt keinen Grund, die Karte zu spielen. Wenn es doch einen Grund gibt, schreibt sie mir wie immer, aber nein, die Karte ist echt behindert und muss in dieses Format rein. Das war's mit der heutigen Folge, die schlechtesten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Hier seht ihr nochmal die 5 Karten, die heute zu den schlechtesten gehört haben. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben und ihr könnt in die Kommentare schreiben, welche Karten vielleicht in den nächsten paar Folgen erscheinen sollen, die ihr persönlich zu den schlechtesten in ganz Yu-Gi-Oh! Zählt.